Hier fliegt noch ein Odienvogel und hier glitzert es. Warum hat Freya dich eigentlich angespuckt? Naja, größtenteils gibt sie mir die Schuld an ihrer derzeitigen Situation. Und nicht vollkommen grundlos. Es geht alles auf den großen Krieg zwischen den Asen und den Warnen zurück. Davor waren Kriege ein Kinderspiel für die Asen. Doch die Warnen hatten sich als ebenbürtig und ebenso verheerend erwiesen. Beide Seiten erlitten große Verluste. Und für viele von uns war der Krieg kein Spaß mehr, sondern eine sinnlose Vergeudung kostbaren Lebens. Findest du nicht auch? Ist das nicht immer so beim Krieg? Ganz genau. Oder ich erzähle dir die Geschichte später. Ach komm, ich dachte, du warst zu Ende. Steinfall. Nicht, dass das gleich alles einstürzt. Ah, noch eine Tour. Und noch eine Tour. Na, hier ist noch der Ziff dran. Probieren wir nochmal. Das geht nicht so ganz kaputt, ne? Da oben ist etwas. Weiß. Okay, vielleicht müssen wir das was anderes kaputt machen. Wie so ein Wasserrad, ne? Na, da ist noch so ein bisschen roter Sift dran. Müssen wir wahrscheinlich erst von woanders noch frei machen. Ja. Hier geht's auch noch nach oben. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, das hilft noch nicht. Fangen wir denn an? Hier ist auf jeden Fall noch eine Truhe. Oh Gott! Ich wusste es irgendwie. Ah! Ich wusste, dass da irgendwas rauskommt, ey. Ich kann leider nicht. Alles gut. Den habe ich gut erledigen können. Gott sei Dank. So. Gib her. So, ich glaube, wir müssen nach oben. Da ist auch so ein Siff. Geht das? Das geht. Okay. Jetzt dreht sich das. Okay, spannend. Hier sehe ich sowas noch nicht. Okay. Ah, komm. Quellen. Da ist auch noch eins. Hier hilft das noch nicht so ganz, ne? Ja, vielleicht von oben. Von hier? Ich glaube, wir müssen... Ah! Nee, das ist das grüne Zeug, was hier hängt. Und vielleicht müssen wir auf der anderen Seite irgendwas kaputt machen damit. Na, das wirkt doch schon wieder nach Kampf hier. Junge, renn doch nicht vor, bitte. Wir müssen hier erstmal Dinge drehen. So eingesifft. Ja. Voll trifft, Junge. Mann. Da. Wie geht das noch nicht? Können wir wahrscheinlich auch nochmal nicht hochholen, okay. Gut. Erstmal nicht.
Okay. Jetzt dreht sich das auch schon mal. Gott, ich weiß gar nicht, wo ich überall hingehen soll. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Da war auch noch so ein Drehwasserrad. Ah, hier hatten wir den Vogel. Moment, vielleicht können wir den von hier. Ja. Ah, das könnte knapp werden. Mal gucken, gerade mal kurz. Na, das ist immer noch zu weit weg. Okay, Schnellreise. Na, Kampf. Ja, dachte ich mir. Ja, die hat auch schon hier erwartet. Komischen Römer. Da hinten läuft noch irgendwer. Ah ne, das ist der Draht. Ich dachte, da läuft jemand. Ist das komisch? Ja. Kannst du dich nicht an die letzten 10 Minuten erinnern? So beim Drachen waren. Anscheinend nicht mehr. Ich dachte, ich wäre der Ältere von uns beiden. So. Oh, die sind ja schon offen. Oh, interessant. Schauen wir mal nochmal hier. Kommen wir wieder nach ganz unten. Noch keinen Plan, was wir mit diesen roten Dingern machen sollen. Ey, cool. Jetzt haben wir die zwei direkt frei gemacht. Immerhin. So, ein Zauber. Erhöhte Resistenz gegen Frostangriff um 50%. Okay. Immer noch gar keinen Plan, wie man diese Zauber macht. Na, ja, das ist ja toll. Kann nicht mal was looten hier. Explodieren tun sie. Wir bleiben trotzdem noch da. Moment. Bleibt das so? Nice. Das Ding können wir immer noch nicht drehen. Nein. Bleibt uns immer noch die. Vielleicht, wenn wir. Moment, ich stelle mich mal nochmal hier hin. So ein Ding treffen. Da.
Oh Gott, das müssen wir aber sehr viel früher treffen. Das hat explodiert. Ah. Nochmal anhalten können wir die Dinger nicht, oder? Nice, das hat noch gezählt. Juhu. Cool. Und da unten müssen wir das auch nochmal machen. Yay! Eine goldene Truhe. Können wir hier mal wieder einen Apfel? Nee. Axtknauf. Erfolgreiche Axttötung gewähren einen Rage-Schub. Macht ein bisschen mehr Stärke. Was haben wir denn gerade? Geringe Bonusaktivierungschancen und bei jedem erfolgreichen Axttreffer mit einem Blitzexplosion Schockschaden bei allen Gegnern in der Nähe. Ah, da beide noch. Und legendär. Makelloser Staub der Welt. Mystischer Staub, der mit geheimnisvollen Kräften pulsiert. Okay. Cool. Ich glaube, das müssten wir hoffentlich alle tun haben. Episch. Ein Trank aus dem Tau des Weltenbaums bewirkt dauerhafte Vorteile. Auf unser Glück, was wir eh nicht haben. Du hattest doch eine Geschichte begonnen. Wie war das mit dem großen Krieg? Genug, Wagen! So, ganz kurz gucken. Ah ja, stimmt, hier war die Torstatue, ne? Ich weiß gar nicht, ob es da noch irgendwie was Neues gibt. Oder ob da der Meeresspiegel auch sinkt. Schließlich beschloss Odins genialster Berater, einen aufgeklärteren Weg zu finden. Er begann, Frieden zwischen den Göttern auszuhandeln. Es brauchte viel Überzeugungsarbeit, doch schließlich stimmte Odin zu, seine tödlichste Gegnerin zu ehelichen. Eine gewisse Wahnengöttin, die nicht nur wegen ihrer Schönheit berühmt war, sondern auch wegen ihres Talents für eben jene Wahnenmagie, die Odin schon so lange meistern wollte. Freya und Odin? Warum tat sie das? Sie brachte das Opfer, um ihr Volk zu schützen. Ein selbstloser Akt der Liebe. Wahrlich, sie verdient etwas Besseres. Aber natürlich war das noch nicht die ganze Geschichte. Oh, hier waren wir doch noch nicht. Wo zur Hölle landen wir denn hier überall? Ich dachte, wir wären jetzt hier. Das ist wieder irgendwas anderes. So, einer von euch wird echt sein. Er war straight an mir vorbei. Ist er tot? Noch nicht. Jetzt aber. Die waren einfach. Unbesiegbar. Naja, fast. Dafür, dass wir ja heute schon 5000 Mal gestorben sind, können wir ja mal ein bisschen Glück haben.
Sieht aber nicht gut aus. Oh Gott. Das war keine gute Idee. Scheiße. Hat er den nicht tun sollen. Ah, du Scheiße. Jetzt fängt das wieder an. Ja, komm, hör auf zu brennen. Ich hätte vorher speichern sollen. Stimmt, die Dinger müssen wir ja werfen, ne? Gut. Ist er tot? Ah, ich kann Dinge tun. Nice. Golf. Oh Gott. Ich hab's gleich. Ah, shit. Jetzt aber. Juhu. Nice. Oh, das ging aber nur. Mal her, deine Innereien. Das ist das schöne seltener Zauber, Brandschaden. Ja, das hätten wir jetzt auch brauchen können. Cool. Das nächste Mal einfach nicht draufschlagen, wenn er da liegt und pennt. So, hier haben wir noch eine Truhe. Noch ein bisschen Stahl, Schuppen. Natürlich. Ah, muss euch zwar mal den weiteren Gefallen bitten. Wie cool. Ich weiß noch, das letzte Mal war hier überall Wasser und dann sind wir so einmal drumrum. Ah. Wo bist du denn schon wieder? Was willst du, Zwerg? Ich habe noch eine Spur zu meinem Kumpel Antwari. Treff mich bei den Landsüderminen. Wo sind die denn? Eine Menge hübscher Beute für euch drin. Noch eine Spur? Aber wir haben ihn schon gefunden. Naja, zumindest eine Hand von ihm. Ich erklär's euch bei den Minen. Diese hier sind südlich der Flusslande. Wollt ihr zwei jetzt irgendwas oder steht ihr einfach nur faul da rum und starrt Löcher in die Luft? Mal gucken. Hat den dringenden. Da unten? Deus Ex. Nach Ried. Okay. Ja, da kommen wir sicherlich auch noch mal hin. Wir sind jetzt erstmal hier. Plunderminen von Antwaris Hand gerissen. Der Kerl hat immer mit Seelen, dunkle Ritualen und Dingen der Nacht herumgepfuscht. Wisst ihr? Mhm. Okay, wir. Der Klang seines Hammers auf Metall reicht aus, um ein Feuer köstlich anzuheizen. Hier werden vorbeikommen. Bevor mir hier zu heiß wird. Ich weiß noch, hier waren Wölfe. Respawn die. Nö. Stimmt, hier war, glaube ich, der erste Drache.
Genau. Ich weiß gar nicht, ob wir hier unbedingt noch nach hinten gehen müssen. Ich meine, kann ich mal mit absoluter Sicherheit sagen, ob da hinten nicht auch wieder was Neues aufgetaucht ist. Falls da hinten auch das Wasser runtergegangen ist, aber vielleicht... Hey Brock, sieh dir das mal an. Erstreckt sich das auch nur... Brock? Glaube noch nichts. Erstreckt sich das vielleicht nur, für das Wasser hier. Was irgendwie Sinn machen würde. Odin und Freya als Paar unvorstellbar. Liebe und Hass sind enger verflochten, als du dir vorstellst. Zum Beispiel hasst Odin die Riesen und sie hassen ihn, aber Thors Mutter war die Riesin Fjörgi, eine von Odins großen Lieben. Thor ist halb Gott und halb Riese? Schräg. Als Fjörgin fort war, durchlitt Odin einsame Zeiten. Und als der Krieg mit den Warnen tobte, erkannte ich, wonach er sich in Wirklichkeit sehnte. Und nach einiger Überzeugungsarbeit stimmte Freya zu. Eine Zeit lang war er ausgesprochen charmant. Er schien glücklich, er schien sie glücklich machen zu wollen. Ich kann mich kaum noch an alle Wünsche erinnern, die er ihr erfüllte. Der Frieden hielt und ich glaubte, alles wäre noch besser gelungen, als ich es hätte planen können. Letztendlich zeigte Odin wieder sein wahres Gesicht. Oh, er gewann Freyas Vertrauen und sie zeigte ihm ihre Warnenmagie. Noch etwas, das sie bereuen sollte. Denn obwohl sein weisester Berater alles tat, um ihn davon zu überzeugen, dass Frieden der einzige Weg sei, um Ragnarök zu verhindern, gab Odin seine Besessenheit von Jötunheim niemals auf. Die Kostprobe der Warnenmagie ließ ihn neue Experimente ersinnen und neue Tiefen der Verderbtheit erreichen. Interessant. So, hier können wir schon wieder runen. Ach, das geht bestimmt wieder auf Zeit, oder? Zweiter Hektar schon gesehen. Oh, wer kommt denn da schon wieder an? Ah, ich hab Ausweichen gedrückt. Auch sehr. Sind ein bisschen Leben. Oh, noch mehr Gegner. Ah. Gib mir ein bisschen Leben, Spiel. Ich bin ja wirklich kurz vorm Sterben. Nee. Wirklich nicht. Okay, der ist down. Das aber auch mal wieder spannend machen.
kurz vorm Abnippeln hier. Ey. Meine Güte. Drauge, verstärkte Waffe. Als wären Untote mit spitzen Gegenständen nicht schon schlimm genug. Manche Drauger können über ihre Arme Energie in ihre Waffe fließen lassen, was sie noch gefährlicher macht. Warum können wir das eigentlich nicht? Ein rostiges altes Schwert tut weh, aber ein mit Feuer verstärktes Schwert tut noch mehr weh. Ja. Meine Güte. Achso, wir waren ja wegen den Runen hier. Ich hab schon vergessen, warum wir überhaupt hier sind. So, hier ist eine Truhe, aber mit der können wir noch nichts machen. Ah. Okay. So schnell hinkriegen. Ah, müssen wir wahrscheinlich wohl. Mach doch. Das dauert schon wieder viel zu lange. Wow. Okay. War es wahrscheinlich noch nicht, ne? Nee. Dort kannst du nicht kaputt machen, ne? Nee. Okay, das wird ja ein ganz beschissenes Timing. Vor allem, bis er das mal triggert. Ah, auch schon wieder 5 Jahre vergangen. Ah, das klang nicht so, als wäre es richtig. Ich muss hier ganz spezifisch stehen. Da. Oh, da. Kacke. Das wird richtig kacke. Okay, Moment. Echt nur ein paar Sekunden Zeit. Ich glaube, so schnell kriegen wir halt gar nicht hin, ey. Bis er das hier mal runtergezogen hat. Hier irgendwie noch Heile kriegen. Können wir mal von der anderen Seite gucken. Oh! Da! Hab ihn doch gehört. Dann nehmen wir wenigstens die Truhe mit. Bei der, keine Ahnung, müssen wir ja so schnell sein. Obwohl. Vielleicht einfach andersrum. Nee, solange die schwingen, kriegen wir das Ding erst gar nicht hoch. Hm. Also ein Kackrätsel. Ah. Hier war keine Truhe, das war nur das Drehding.
Schön. Was auch immer da drin. Kurz auf der anderen Seite nochmal gucken. Ne, von der Sieg überhaupt gar nichts. Das bringt nichts, ne? Dass ich nicht mit meinem Sohn sprechen kann, dass der auf die andere Seite geht und oh, das ist ja alles Kacke hier. Okay, ich probiere es noch einmal. Toll, ah. Das habe ich schon verkackt. Moment. Warte noch mal kurz. Doch die getroffen. Ah nee, so schnell bin ich nicht. Nee, nee. Ja, komm. Bis er das mal da runtergeholt hat. Kacke jetzt. Irgendwas können wir mit dem Ding ja auch noch drehen. Ich hab keine Ahnung, ich fahre jetzt erstmal weiter. Sich hier irgendwas verändert? Nee. Wirkt irgendwie nicht so. Hier müsste der Jötnerhelm stehen. Fühlt sich seltsam an. Zweifellos war geheime Magie daran beteiligt. Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn du dafür empfänglich wärst. Moment, da leuchtet Zeug. Mit. Also, die Ehe mit Odin hat nicht gehalten. Aber wie endet sie wieder allein im Wald? Oh, das war eine außergewöhnliche Gräueltat, selbst für Odin. Als ob die Heirat nicht schon Strafe genug war. Freya war besser zu ihm, als er es verdiente. Sie ertrug die schlimmsten Demütigungen. Und das alles nur, um ihr Volk in Frieden und Sicherheit zu wissen. Doch Odins Wahnsinn, seine Tyrannei, seine Korrumpierung ihrer Magie, es wurde einfach zu viel und schließlich verließ sie ihn. Odins Zorn war immens und er verfluchte sie weit schlimmer, als sie je geahnt hätte. Aber ihre Magie war stärker als seine. Nach so langer gemeinsamer Zeit kannte er ihre Schwächen und nutzte sie aus, um Flüche zu ersinnen, die sie nicht brechen konnte. Oh, sehr nett. Die Midgard nicht verlassen zu können. Schlimmer noch, er raubte ihr ihren Kriegergeist. Freya kann nicht kämpfen, nicht einmal zum Selbstschutz. Sie darf keinem Lebewesen Leid antun, weder durch Schwert noch durch Magie. In einer so kriegerischen Welt bleibt ihr nur das Leben in Isolation. Arme Freya, an ihrer Stelle hätte ich dich wohl auch angespuckt. Ja, Junge, ich auch. Ja. Gib mir Leben, Spiel. Oh, ein Geld. Kommen wir hiermit nur nach oben? Oder ist da auch wieder Neues? Ah ne, das ist immer noch derselbe Ort. Okay. Gut. Dann können wir weiter. Es wäre wirklich sehr schön, wenn sich Kratos irgendwie mal im Laufe des Rumlaufens mal selbst heilen würde. Wie in anderen normalen Spielen auch. Macht mir ein bisschen Angst da unten links.
So, hier haben wir noch so einen Tropfen. Willst du hier anlegen? Episch. Stärke dauerhaft um 2. Okay. Ah, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ich sollte mir vielleicht mal speichern. Was haben wir denn hier hinten? Ekliges Zeug. Ah, okay. Okay. War das da? Nee. Okay. Brauchen wir wahrscheinlich noch den Weg. Da kommen wir wohl noch nicht dran vorbei. Kriegen wir das Ding eigentlich jetzt ganz nach unten, wo dieses Effekt ist? Nee. Junge, kannst du da mal rübersteigen? Reingehen und gucken. Oben ist nur so ein Strang. Oh, das wird zu weit weg sein. Oh. Ja, schön. Kommen wir ja sowieso nicht hin. Nicht, oder? Kommen wir da links lang?